Die aktuelle Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen am 1. April 2020. Aktuell sind bis zum heutigen Datum 48 Personen unseres Landkreises infiziert worden. Davon sind 38 aktuell noch erkrankt, 7 davon sind in stationärer Behandlung, 10 sind genesen. Im Moment fragen wir täglich außerdem 121 Kontaktpersonen ab. Heute ein kurzer Ausflug zu der Entwicklung der Zahlen in dieser Epidemie. Wir hören jeden Tag in Radio und Fernsehen, dass die Zahlen weiterhin zunehmen. Das erwarte ich auch in Zukunft. Die Zahlen werden weiterhin zunehmen. Unsere Hoffnung ist jedoch und Erwartung, dass durch die Maßnahmen die neu erkrankten Fälle, die pro Tag neu hinzukommen, nicht mehr in dem Maße zunehmen. Das haben wir jetzt schon in der letzten Woche gesehen. Ich hoffe, wir sehen das in dieser Woche weiter, dass diese Zahl irgendwann zum Stehen kommt, weil dann würden wir erreichen, dass ungefähr gleich viele Menschen erkranken, aber auch gleich viele Menschen wieder genesen. Das wäre so ein optimales Ziel, um unser Gesundheitssystem auch nicht zu erfordern, wenn wir es schaffen, diese Neuerkrankungszahlen genau zum richtigen Zeitpunkt zu stoppen. Dankeschön.